So, willkommen zum schönsten Spiel der Welt, und zwar Mega Man 9. Ja, Galaxy Man ist tot, ich habe mir jetzt eine ganze Menge gefarmt, ich muss mit jedem Part mir neues Zeug farmen. Und ja, die Stage ist wirklich der reinste Horror. Die Jewelman Stage ist der reinste Horror. So, hier brauche ich jetzt all meine Konzentration. So, neun Leben haben wir und zweimal dürfen wir von Spikes getroffen werden. Zweimal. Birdo habe ich 0. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich in einem zweiten Versuch, in meinem zweiten Anlauf benutzen. Und zwar für eine ganz, ganz bestimmte Stelle. Boah, jetzt schon das hier ist. Assi. Diese komischen Dinger. Man mag vielleicht, ich habe schon ein bisschen geübt, die Stage. Boah, die Kanonen sind auch ziemlich dreckig. Die können uns richtig massig Schaden machen. Es gibt unterwegs kaum vor dem Miniboss. Ja, es gibt einen Miniboss. Ein Checkpoint. Das heißt, davor gibt es nochmal einen richtig miesen Sprung. Und der muss sitzen. Denn mit dem Boss habe ich nicht so wirklich ein Problem. Oh, ja, es geht schon herrlich los. Da ist kein Energie bei. Danke. Ich kann mir sowieso ein paar Items neu holen. Mit ein paar Schrauben. Allein schon das, was jetzt gleich kommt, ist wirklich krank. Ich meine, gut, das hier geht noch, aber... Oh Gott, ja, allein schon das ist jetzt... Ja, das. Das ist heftig. Nee, bringt nichts mit zwei. Ich brauche mindestens zwei von diesen Spike-Schutz. Weil ich weiß, was da noch kommt. Und das ist übel vom Feinsten. Gut. Andere Strategie. Wir nehmen zwei von den Birdos mit. Oder nehmen wir nehmen einen von den Birdos mit und nehmen einen von den Spike-Schutz mit. Die beiden Items neben mir werde ich mir so und so noch holen. Ja, ich weiß, nur einmal verwendet werden. Nein, möchte ich nicht. Oh je. Das wird ein Spaß werden. Mega Man 9. Ein Spaß für die ganze Familie. So, einmal dürfen wir abstürzen mit Birdo. Und kein zweites Mal. Und dürfen uns dreimal von Spikes treffen lassen. Insgesamt. Boah, diese Stage ist so widerlich. Was haben sich die Japaner dabei gedacht? Das frage ich mich immer wieder. Was haben sich die Japaner dabei gedacht? Als sie dieses großartige Spiel entwickelt haben. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Ja, man kann die Kugel noch schießen. Super, und die springen noch volle Kanne rein.
Danke. Statt Energie zu haben, tötet es mich. Großartiges Spiel. Und das mag die ganze Welt. Zwei E-Tanks, eigentlich müsste das reichen. So, entweder klappt der Sprung gleich oder er klappt nicht. Das ist die Frage. Nein, komm, der Sprung muss sitzen. Oh Gott, es hat geklappt. Willkommen, Boss. Also Mini-Boss. Und das ist scheiße, man kann ja nicht ausweichen bei dieser Kacke. Ist das ein Bullshit, was die entwickelt haben hier. Ja, super. Och, du bist ja so ein Traum. Dieser Boss ist so ein Traum. So wundervoll. Ist die Erfüllung meiner Träume. Ich könnte kotzen. Es ist doch nicht zu fassen. Oh ja, huhu, was für ein fantastisches Spiel, was für ein fantastischer Miniboss, was für eine fantastische Entwicklungsschematik. Definitiv, ich wollte schon sagen, Game of the Year, Mega Man Game of the Year, niemals das ein Game of the Year. Ach super, ja, ich sterbe hier schon wieder 1000 Tode. Ich den ganzen Kack hier trifft. Boah, dieser Drecks-Huren-Boss hat jedes Mal geklappt. Also diese Drecks-Stage. Und jetzt wieder plötzlich nicht. So ein Albtraum. Lass mich raten, gleich fliege ich irgendwo runter und sterbe. Was heißt sterben? Ich kann noch nicht sterben. Ich hab Birdie im Gepäck. Nein. Fick dich, Spiel. Toll. Nochmal fahren. Es ist so ein Traum. Ja. Ist Schrauben für Gegenstände. Einmal dich hier. Oder... Ach nee, komm. Stattdessen nehmen wir E-Tanks. So viel wie möglich, ist mir egal. So viele wie möglich. So viel wie möglich. So viel wie möglich. So viel wie möglich.
Nein. Will ich nicht. Ach, komm schon. Lass mich bitte raus. So, auf ein neues. Übrigens, in der Galaxy Man Stage habe ich bislang immer gefarmt, also Schaum und so. Das ist bisher die einzige Stage, die ich wirklich aus dem FF kenne und auch auswendig kann. Und auch die einfachste Stage. Der Rest ist einfach nur bisher der Horror. Weil ich habe mir die Stages teils vorher angeschaut. Die ersten paar Minuten. Es ist böse. Es ist richtig böse. Es kann sein, dass ich in diesem Part nicht schaffe, die Stage. Dann sagen wir uns gut, probieren es im nächsten Part nochmal mit der Stage. Wenn es jetzt nicht klappen sollte. Ich hoffe, dass es klappt. Das First Problem ist ja der Sprung da unten. Also hier. Lustige Dingenskirchensprung. Zur Tür. Der, wie ich finde, richtig asozial programmiert wurde. Genau, der Sprung, der gleich kommt. Wir haben diesmal keinen Birdo, das heißt, runterfliegen heißt jetzt tot. Boah, es ist... Ja, es ist nicht mehr in Worte zu fassen. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Das ist meine einzige Frage. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Das ist doch... Das ist derbe, das ist böse. Das kann man nicht machen. Das ist eine Jubiläumsversion. Warum muss das gleich so unfair sein? Ja, ist auch eine Fun-Frage. Es ist Mega Man. Ist klar, dass das Spiel unfair ist. Ich meine wirklich noch die einfachsten Teile waren. Teil 2 und Teil hier 4. Das waren noch die einfachsten. Der Rest war einfach nur sadistisch. Na gut, Teil 8 ging vielleicht auch noch, aber der Rest war wirklich übel. Ein Spike-Schutz ist weg. Und diesen einen Spike-Schutz weiß ich genau, wo ich den einsetzen werde. Einsetzen muss nämlich an einer ganz bestimmten, unfairen Stelle. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft. Noch den schaffen. Na, ich habe vergessen zu springen. Das ist wirklich assi, dieser Boss, muss ich sagen. Oh Gott, geschafft. Jetzt kommt die zweite unfaire Scheiße dieses Spiels. Uns erwarten nämlich weiter unten jetzt. Ihr wollt mich gerade verarschen? Das ist so ein Drecksvieh jetzt killt. Könnt ihr mal voll vergessen. Das ist auch super gerecht hier. Die Stelle.
Und jetzt genau der Sprung hier. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich nehm E-Tank, ist mir egal. Ich lass mir das jetzt nicht mehr nehmen. Genau dafür habe ich nämlich den Spike-Schutz gespart. Erstmal das hier zu machen und dann ganz schnell runter, weil anders kann ich mir kaum vorstellen, wie man das schaffen soll. Das ist doch asozial, die Stelle. Und zwar richtig asozial. Wer denkt sich so eine kranke Scheiße aus? Natürlich Japaner von Capcom. Ich werde jetzt hier nicht sterben. Oh Gott, ich bin weg. So, Lives haben natürlich 8 Stück. Und die Waffe gegen ihn sind die Dingenskirchen vom letzten Mal. So, was macht der? Ich zeig's euch mal. Er hat ein Schutzschild aus so komischen Brummkreiseln. Brummkreiseln. Und die Waffe gegen ihn ist... ja. So ziemlich banal. Ich werde es mal demonstrieren. Bomb. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Um den Typen zu besiegen. Ja, guckt euch an, wie schnell er weg ist. Mit dem... Das ist ein Witz. Es ist geschafft. Ein weiterer Akt ist geschafft. Was bin ich froh. Neue Waffe erhalten. Und es ist... Boah, wir sind weiß wie ein Schneemann. Dual Satellite. So, erstmal safe natürlich. Doppelt. Überschreien? Yes. Okay. Super. Und im nächsten Part gehen wir zur Plugman Stage. Und ich habe es mir gestern nochmal angeschaut. Die Plugman Stage ist wirklich... Also... Die ist wirklich echt noch asozial als die Vorstage von Jewelman. Das heißt, im nächsten Part gehen wir zum Plugman. Jerzykowski und